Hallo, willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir haben die Rückblende, übersetze ich mal nicht. Ne? Also wir können es ja auch übertreiben, sage ich mal ein bisschen. Ja, willkommen hier bei der 13. Folge von The Walking Dead. Und wir haben ein paar schwere Entscheidungen mal wieder gehabt und ein paar heftige Szenen mal wieder gehabt. Und wir haben mal wieder viele Tote gehabt und viele Menschenleben geopfert für unser eigenes Wohl, muss ich ja leider sagen. Weil's du mal die Story so will, nicht weil wir es so wollen, möchte ich mal ganz klar an der Stelle sagen. So, wir haben Sarah leider bei dem Durcheinander verloren. Wir haben Carlos ist gestorben und Sarita, glaube ich, heißt sie, hat ihren Arm verloren, den wir auch noch selber ihr abschlagen mussten. Also eine Menge Scheiße, die passiert ist, von den ganzen Leuten da in diesem Supermarkt, die wahrscheinlich jetzt gerade ihr Leben verloren haben durch unser Handeln, möchten wir gar nicht reden. Also es ist eine Menge Müll passiert und wir können jetzt nur hoffen, dass es besser wird in der Episode 4 von The Walking Dead Season 2. Ja, das möchten wir nicht verpassen. Hacke, hacke, Beilchen. Es ist ein Telltale-Game. Von Skybound Entertainment. Begleitet, unterstützt, unterschrien. Es ist auf jeden Fall... Du? Du? Ah. Sarita? Du bist den Kenny, Sarita, Sarita! Du kannst nicht sterben, ich werde dich nicht sterben lassen. Los, wir müssen uns vorwärts bewegen, es sind zu viele. Komm, Babe! Kenny! She's dead, man! Sie wurde gebissen, ich musste es tun. Wie konntest du das tun, Clementine? Ich werde nicht wieder allein gelassen. Sie ist schon tot. Du musst sie hier lassen. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Kenny, verflucht nochmal. Komm schon. Du hast recht, Clementine. Okay. Komplett andere Szene jetzt durch die Änderung in unserer Entscheidung. Entschuldigung, hab die falsche Taste gedrückt. Lecker. Ja, echt, wir sind tot. Nein, sind wir nicht. Wir sind ein Zombie. Wir leben weiter. Ehrlich, warum hackt sie den Arm ab und schlägt sie dich wieder in den Kopf? Das ist sonst so okay. Wir müssen Sarah hinterherlaufen. Kenny? Ich hab gedrückt. Ich hab auch wieder gedrückt. Eigentlich muss der Geruch noch immer an ihr dranhängen. Es macht nicht viel Sinn, dass sie sich wieder einkriegt, oder? Sie müssten ja eigentlich nur weiter sich so verhalten, als ob nichts passieren würde. Das heißt eigentlich... Kenny? Gott sei Dank. Ich kann niemanden finden. Ich weiß. Was machen wir? Wir können hier nicht bleiben, Rebecca. Wir müssen weiter. Ah, guck, die Zombies gehen Richtung den Supermarkt. Ich bin froh, dass du hier bist. Es wird okay sein. Wir werden es schaffen.
Weg bis zum Baum. Siehst du irgendwelche Öffnungen? Ja. Clem, wir müssen uns beeilen. Ich hab doch gedrückt. Mahlzeit? Echt? Ich bin tot. Hätte ich, also ehrlich gesagt, hätte ich das, hätte der das nicht gesagt, hätten wir es nicht gemacht. Gemerkt. We're still covered in Walker guts. Look, the walkers are still moving toward the hardware store. We can make it out if we stick together. I'm glad you're here. Ich bin froh, dass du da bist, ja. We can watch each other's back. It's gonna be okay. We're gonna make it. Okay. Okay. Also, so keine Auswirkungen gehabt, die ich auf dem Saal. Wir hatten noch Rücken. Das hatten wir doch gedrückt. Damn it! Go back, go back! Jane! Jane, stop! Gott sei Dank. Ruhig bleiben. Wir müssen gehen, langsam. Ihr werdet in Ordnung sein. Ich glaube, diesen Zuspruch hätten sie vorher gebraucht. Ich kann das nicht tun. Du musst uns helfen, bitte. Wir können so nicht zusammenbleiben. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Wir beide bleiben zusammen. Ist das nicht sicher? Genau das Gegenteil ist sicher. Gut, wir haben sie im Intro gesehen. Das heißt, wir schaffen es. Wir müssen durch diese Reihe von Walkern durch. Es sind so viele. Wir machen einen Kuh-Sammler. Nur wir brauchen... Was brauchen wir? Wirst du sehen. Einer reicht, um zu tragen. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir müssen unsere, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, aber wie? Hey, over here. Not gonna bite anybody now, are you? Follow me. So, jetzt wirst du keinen mehr beißen. Stay close. Bleib zusammen. Behind, I can't come back for you. Wenn ihr zu weit zurück seid, ich kann nichts für euch zurückkommen. Okay. Das ist etwas unlogisch. Man hätte die Kamera eigentlich hinter ihren Rücken platzieren müssen, ne? Weil das ist ja die Sicht, die wir sehen. Okay, wir dürfen nicht laufen. Trotzdem fallen wir immer mehr zurück, weil wir natürlich kleinere Beine haben. Klopp. Mal kurz beenden das Ganze. Let's go. Wir gehen weiter. Amid the Ruins. Also die Ruinen zustimmen, ne? Könnte man so übersetzen. Regie für Jason Latino. Hey, hambre, hambre. Jason Latino. Entschuldigung. Is everything all right? Ist alles in Ordnung? I'm not all right. Nein, ich bin nicht in Ordnung. Na dann. It'll be a lot better once we get with the others. Es geht mir aber viel besser, wenn wir mit den anderen zusammen sind. Ich muss sicher sein, dass jemand anders noch rausgeschafft hat. Luke, Sarah, Kenny. Was ist, wenn sie alle tot sind? Wenn nicht, dann können wir es auch nicht ändern. Sag doch sowas nicht. Ja, schon gut, Entschuldigung. Ich weiß ja noch nicht mal, ob wir sicher sind. Was ist, wenn die Herde uns immer noch folgt? Es ist ruhig, aber es, wer weiß. Sei ruhig, wir sind okay. Wir werden uns mit den anderen jetzt bald treffen.
Wir sind zumindest sicher, denke ich. Wir müssen weiter Tempo machen. Ich weiß, ich weiß. Ich versuche es so schnell wie möglich. Ich weiß, ich müsste dankbar sein, dass wir entkommen sind. Aber ich kann nicht aufhören, über die anderen zu denken. Aber es war dumm, was zu flüchten. Aber die Herde zu nutzen, um zu flüchten, das war eine Dummheit. Vielleicht hätten wir echt weiter abwarten müssen und über etwas anderen nachdenken. Sarita wäre vielleicht dann noch am Leben. Ich weiß, es ist schlimm, wenn wir wieder welche verloren haben, aber Carver war verrückt. Es wäre natürlich besser gelaufen, wäre auch was passiert, halb. Aber ihr seid in Panik geraten und es hätten mehr überlegt, wenn ihr nicht in Panik geraten wärt. Der Plan war gut, aber die Ausführung war schlecht. Das ist echt gemein, dass du sagst, es wäre ihr Fehler gewesen wäre. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Naja, ich muss stehen bleiben. Es tut mir leid. Ich möchte uns nicht verlangsamen, aber ich brauche eine Minute. Ja, take a minute. Ja, nimm dir die Minute. Danke. Alvin was supposed to be here for this. Alvin hätte hier sein müssen dafür. Is Alvin? He's dead, is what he is. Thanks to that fucking madman back there. Jane, do you know anything about? No. Weißt du irgendetwas über? Nein, weiß ich nicht. Ob Kenny das weiß, kann ich mich nicht mehr erinnern, zugegebenermaßen. What are you going to do with it? Was wirst du mit ihm tun? Was meinst du mit ihm tun? Oh, Entschuldigung, ich mache nur ein Gespräch. No. What do you mean by that? Was meinst du damit mit my das? Baby? Mit was? Mein Baby? Ich denke nur über das schlimmste Szenario. Nun, Clem kann nicht ein Baby aufwachsen lassen. Other stuff. Guys, that baby is coming, like it or not. Fine. Baby wird so oder so geboren werden. Und was dann? Es wird hilflos sein und du kannst es nicht verteidigen. Und du denkst, ich bin nicht fähig, es zu verteidigen. Nur weil du ein böser Einzelgänger bist, heißt das nicht, dass ich dich dazu in der Fähigkeit war. Du, ich habe es vorher schon gesehen. Ich und meine Schwester. Was, sie ist gestorben? Ich brauche dein Mitleid nicht. Brauchst du nicht? You don't have the right. Du hast Jane. Nicht das Recht. Shit, I didn't mean it. Shit. I'm sorry about your sister. Tut mir leid für deine Schwester. Damn it. Verflucht. Ja, man muss auch manchmal, ne? Auch mal wissen, wann man die Schnauze halten muss, ne? Aber das ist ja das, ne? Da haben wir ja drüber schon gesprochen. Das ist ja... Das große Problem bei diesem Walking Dead Serie. Wir können hier nicht stehen und nichts tun. Ich weiß, ich weiß. Es war so lange, wir machen uns langsam Sorgen, dass es keiner geschafft hat. Wie geht es Kenny? Ich habe versucht, mit Kenny zu sprechen, aber er ist nur ausgeflippt. Er fing an zu schreien. Er hat es vielleicht nicht geschafft. Er macht mir Angst. Ich bin ja schon nervös, allein in seiner Nähe gegangen. Was? Dass er sich erschießen wird? So wie er jetzt ist, vielleicht wird er wirklich mich erschießen. Ich sollte vielleicht mit ihm reden, das ist mein Fehler. Du hast das getan, was du für richtig gehalten hast in der Situation. Und das ist alles, was jeder hätte tun können in der Situation. Sarita, Gott, wo immer du bist, bitte vergib mir. Ich kann nicht wieder alleine sein. Hi, Kenny. Hi, Kenny. Willst du dich selber umbringen, Kenny? Wisst ihr nicht, dass ich weiß, worüber ihr flüstert da drüben? Was ist los mit Kenny? Warum verhält sich Kenny so? Denkst du, Kenny ist okay? Das ist alles, was ich von jedem höre. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Das ist schön, dass du dir Sorgen machst. Es ist erstmal zu sehen, dass es dein Fehler war. Das wäre wichtiger gewesen.
Being angry won't help anything. No, sauer zu sein wird es nicht helfen. Nein. Aber mir hilft es. Okay, wir. Ich habe versucht, sie zu rächen. Nur weil du ein kleines Mädchen kannst du jemanden umbringen und nicht. Nur weil du sorry sagst, wird es nicht automatisch verschwinden. So arbeitet es nicht. So funktioniert es nicht. Machte das Sinn, wenn ich gerade gesagt habe? Nun zum letzten Mal. Geh einfach. Zum letzten Mal. Geh einfach und lass mich allein. Na, ihr müsst euch ja selber umbringen. Ich werde verrückt, wenn wir hier sitzen und nichts weiter machen. Clem, how'd it go? Und wie lief es, Clem? Scheiße lief's. An die falschen Antworten. Kenny ist echt böse auf mich. Clem, du kannst dich erwarten, dass es ohne ihn, dass es einfach ihn abprallt. Er muss da durchgehen. Er muss es zumindest versuchen. Trotzdem müssen wir mal besprechen, was wir jetzt machen. Wir haben kein Essen, kein Wasser und es ist verdammt kalt. Und außerdem wird es schnell dunkel. Wenn die anderen zurückkommen, dann haben wir einen Plan. Max hat einen Punkt. Wir können hier nicht rumsitzen und nichts tun. Right now, and soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? We should go find Luke, Sarah. Wir sollten die anderen finden. If they're in trouble, we might Wenn sie Ärger haben, them. Sind wir vielleicht in der Lage, sie zu helfen. Clementine hat recht. Nach all dem, was passiert ist, gibt es immer noch die Chance, dass sie leben. Wir müssen gehen. Ich gehe. Clem kann mit mir mitgehen. Thank you. Danke. Listen, Rebecca. Hör zu, Rebecca. Wenn irgendetwas schief läuft hier, hast du etwas, womit du dich verteidigen kannst? Ich habe das. Ich glaube nicht, dass ich es brauche. Du weißt es niemals. Man sollte immer davon ausgehen. Komm schon, Clem. Wir gehen. Hard times, hard times. Tja, der Soldat, der den verletzten Soldaten trägt. Tja, das geht bei Zombie-Bisse leider nicht. Look, I'm a level with Hör zu. You should ich know bin auf that deiner Seite. That's a shot in the dark. Weil, hör mal zu, ich bin zwar auf deiner Seite, aber du musst wissen, dass versuchen, deine Freunde zu finden, ist ein Schuss im Dunkeln. Und warum hast du es denn gemacht? Ich will mit dir reden, weit weg von denen. Du hättest es nicht so weit geschafft, wenn du nicht schlau warst. Aber trotzdem muss ich dich warnen. Die Gruppe zerbricht. Ich habe es vorher schon gesehen. Und oft ist es einfach besser, alleine zu sein. Ich weiß, du siehst, was ich spreche. Du willst nicht hier sein, wenn sie aufeinander drehen. You know, bad stuff happens to you when you're alone too. Weißt du, viel Scheiße passiert auch, wenn du alleine bist. Aber es ist keiner da, der dir den Rücken deckt. Und wenn etwas passiert, dann ist keiner da, der dich hält. Was denkst du denn, wie viel Hilfe Kenny bleibt? So wie er bei dem, was er durchgeht, ist er sicherlich immer zuverlässig. Und in Rebeccas Situation macht es auch nicht besser. Have you just kept to yourself Warst du die ganze Zeit alleine? Of course not. Natürlich nicht. Manchmal musst du es auf der harten Art und Weise lernen. Und so verhindert man eben Ärger. Für etwas, was es wert ist, ich mag die meisten in deiner Gruppe. Aber nun mal, Gruppen fallen auseinander und Leute sterben. Then why did you bring me with you? So, warum hast du mich dann mit dir mitgenommen? Ich wollte dir nur ein bisschen was mit... beibringen, damit du ein paar Sachen noch dazu lernst. Und deswegen wollte ich mit dir alleine reden. Wie zum Beispiel deine Jacke. Die hält zwar warm, aber ein Walker würde da durchbeißen. Meine Schwester Jamie hatte eine Lederjacke. Und die war gut. Ich könnte was? Never mind. Egal.
There are things I don't like remembering too. Es gibt Sachen, die ich auch mich nicht gerne dran erinnere. You know, being a big sister is. Weißt du, eine große Schwester zu sein, nun, es ist manchmal merkwürdig. It's really easy to be mean. Es ist manchmal echt leicht, gemein zu sein. You know, hide her toys. Du weißt schon, Spielzeug verstecken, sich lustig machen. Sich lustig machen über ihren schlechten Haarschnitt und das mit Absicht, ihr einen schlechten Haarschnitt, ihr zu einem schlechten Haarschnitt zu reiten mit Absicht. Put the gum there. I figured I should get it out. Whoa, you really worry. Du warst echt gemein. What could I do? Was soll ich machen? Sie dachte, ich war ihr bester Freund. Ich hab's ausgenutzt und hab sie gefoltert. Jeden Sommer sind wir zu diesem Freizeitpark in Virginia gegangen. Aber das beste Teil war nicht die Fahrten. Nein, es war einfach das Beste daran, dass keiner wusste, dass sie meine Schwester dort war, weil keiner uns kannte. Und ich konnte so tun, als ob sie eine Freundin war. Okay, Jackpot. But these walkers got some good stuff. Ich wette, diese Walker haben ein paar gute Sachen. That one's not coming back. Niemand kommt so wieder zurück. They're just walkers. Why would they have anything? Well, pretty recently they weren't walkers. Naja, weil sie vorher keine Walker waren, haben sie wahrscheinlich was Wertvolles bei sich. Old walkers are a waste of time. They're holding credit cards and busted old pagers. But these ones weren't walkers all that long ago. Diese waren noch nicht lange Zombies, sie waren Überlebende. Meistens haben die deswegen nützliche Sachen bei sich. See what else he's got. Mal gucken, was sie so bei sich haben. Guck dir den an, ich guck mir den an. Patronen, immer nützlich. Hold on, ammo's getting hard to come by and things aren't going to get better. Ah, die Sachen werden ja nicht besser, also behalt sie. Naja, Patronen sind eigentlich gut selbst gebracht. Ne? Ausweise, die brauchen wir mit Sicherheit nicht. Find anything? Driver's licenses, two of them. Well, I guess some people just can't leave the past behind. Ja, ich denke, manche Leute können die Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Guck mal, die Jacke. Smart haircut. Guter Herrschnitt. Danke. So, has your crew always been so dysfunctional? War deine Gruppe immer so schlecht funktionierend? You weren't like them. It makes me wonder. I was with a different group before. Ich war mit einer anderen Gruppe vorher. Die funktionierte besser, denke ich. That was when I got my haircut like this. Das war zu der Zeit, wo ich meinen Haarschnitt bekommen habe. That's it. Das war's. A nail file. These things are great. Eine Nagelfeile. Die Dinge sind echt gut. Scharf, ja, man schärft mit ihnen eine Klinge. Ne? Jab my hand when I went reaching in. Ich habe mich schon mal in einer geschnitten. Als ich in eine Tasche gegriffen habe. Na dann. Can never be too sure with these things. Du kannst dir niemals zu sicher sein bei den Sachen. Also immer sicherheitshalber, ne, einmal nochmal den Kopf abstechen, damit sie auch wirklich tot sind, ne? Überhaupt, ne, hier Zombie-Lektionen und so weiter. Kann ich auch Zombieland empfehlen, da kriegt man auch jede Menge Lektionen, wie verhalte ich mich richtig mit Zombies. Das hier ist die Brille von Sarah. Sieht so aus, als ob eine Freundin es nicht geschafft hat. All we know is that she was here. Wir wissen nur, dass sie hier war. Es kann auch ein gutes Zeichen sein. Versuch nicht, deine Hoffnung zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen kann, aber... Versuch nochmal. Komm weiter. Wir müssen einen Weg da reinfinden. Es scheint ja da hinten eine Öffnung zu sein. Oh nein. Oh, das sieht aus wie Nick. Nick Zombie. It's Nick. Ja, ich bin auch deiner Meinung. Weißt du, er ist sein Freund. Du bist sein Freund. Du solltest es machen. Tschüss. Ich finde Tschüsse gute Worte an der Stelle. Äxtchen raus. Was machen wir denn jetzt so mit ihm? Hacken wir mal in sein Köpfchen. Ist ja ein Freund.
Oh, jetzt hat er seine Kappe verloren. Das ist aber schlecht. Ich hätte lieber mit Kappe getötet. Na, müssen wir halb. Ja, jetzt haben wir ein bisschen von seiner Kopfhaut abgeschält. Nein, das reicht immer noch nicht. Das geht auch besser. Ganz wunderbar. Genau. So machen wir das richtig. So, liebe Kinder da draußen, versucht das nicht zu Hause. So. Man muss jetzt gerade mal ein bisschen schwarzen Humor anbringen. Es ist gerade so ein bisschen depressiv alles. Es ist okay, du hast es geschafft. Wenn es soweit ist, wenn Luke oder Sarah getötet werden muss, dann musst du soweit sein. Kein Zögern, keine Zurückhaltung. Es wird niemals einfacher, oder? Für mich nicht. That hatchet of yours seems to get stuck pretty easily. Sein Beil von dir, das bleibt ziemlich schnell hängen. Das kann passieren, dass du deswegen getötet wirst. Nimm das hier, das ist sehr effektiv. Sollten wir nicht auch seine Taschen durchsuchen? Na, Regel Nummer, ich weiß nicht wie viel. Das klingt nicht so gut. Die Uhr klickt. Hey, we're in. What now? So, was jetzt? Wir müssen versuchen, einen besseren Blick auf die Situation zu bekommen. Wie wär's, wenn ich den nahen nehme und du nimmst den anderen? Los, lass es uns tun. Ja, ich fand das Bein effektiver, muss ich ehrlich sagen. Also für einen, der stillhält, ist ja so ein Schraubenzieher cool. Gute Arbeit, du weißt genau, was du tust. Ja, und jetzt guck mal zu, wie ich das mache. Einmal Knie weghauen und einmal ins Auge. Ja, okay, wir haben was gelernt. Erste Knie weg und dann eben das Messer in den Kopf reinhauen, wenn er unten liegt. Ja, da sind noch zwei. Den sollten wir erledigen. Glad you're paying attention. Ah, gut, dass du zugehört hast. Ja, wir haben tatsächlich schon was dazu gelernt. So, ihn durchsuchen. Yeah, most of these guys are gonna have nothing on them. Die meisten haben wirklich nichts dabei. Aber trotzdem ist es immer wert zu gucken. Auch wenn es zu... Aber mehr zu tun ist zu gefährlich, sagt sie, glaube ich. Ja, jetzt die da hinten angreift, ist, glaube ich, zu gefährlich. Es wird eine Arbeit brauchen, um darüber zu kommen. Also wir können ja nicht viel tun. Wir können ja nur los und zustechen, richtig? Also, let's go. Es sind ja nur zwei, die können wir ja schaffen. Also erst die weghauen, dann den Kopf reinstecken. Den Schraubenzieher in den Kopf reinstecken. Ah, du hast ja das Knieding gemacht. Schöner Trick, oder? Wir werden die mal aufhören zu schreien. Das sind eine Menge Zombies. Was interessiert die Toten? Menschen. Wie gehen wir rein? Wenn wir hier genug Lärm hier machen, können wir die Zombies nach hier locken. Und vielleicht können wir dann durch den anderen Anhänger gehen, um die Jungs, um die restlichen Freunde da zu befreien. Das klingt gut, das werden wir so machen. Also, was könnte deren Aufmerksamkeit auf uns ziehen? Das ist eine verdammt gute Frage. Eine Frage, die wir uns erst in der nächsten Folge stellen werden, natürlich, weil das ist die ideale Stelle für einen wunderschönen Cliffhanger, wie immer. Von daher bedanke ich mich mal wieder für eure Zuschauer. Ich drücke schon mal Escape, besser nicht, dass doch ein heimlicher Timer im Hintergrund läuft. Und ich wette, ihr wollt wissen, wie das Ganze ausgeht. Also müsst ihr zwangsweise morgen wieder einschalten bei der nächsten Folge von Walking Dead Season 2. Wir sind in der Episode 4, Leute. Nur eine Episode und wir gehen rüber nach Season 3. Also, Leute, bleibt dran. Es gibt noch eine Menge zu sehen. Bis dann. Tschüss.